Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Rathaus, beim Clan Spätzle mit Soße. Ja, ich habe heute Abend mal mit meinem Rathaus 9er angegriffen, auch wenn die Folge ja so ein bisschen anders heißt. Also Rathaus 11 regelt hier, aber warum? Sehen wir gleich. Aber wir wollen ja erstmal ein bisschen Clash of Clans sehen. Ich war ja so ein bisschen Clash of Clans inaktiv am Wochenende. Ich wüsste es selber, wer zumindest in Deutschland wohnt. Wir haben ja echt noch nettes Wetter. Kann man nicht anders sagen. Und es ist wirklich, wirklich nett gewesen. So nett, dass ich nichts gemacht habe hier. Also ich habe natürlich ein bisschen Clash of Clans gespielt, aber auch nicht wirklich, wirklich viel. Also Pflicht. So will ich das mal benennen. Also mit meinen RH9ern meine Angriffe gemacht, aber so richtig gefarmt. Wenig Clanspiele. Und ich war sehr, sehr überrascht, dass mein Killsquad hier so weit mit dieser Armee hier durchkommt. Also gerade wenn hier hinten die Luftabwehren sehr, sehr weit wegstehen, mit Packerwalk hier immer noch so erfolgreich zu sein, hat mich so ein bisschen gewundert. Wir hatten es vorher ein bisschen diskutiert, die 15 hier kannst du mit dem Packerwalk machen, das hast du ja drauf. Ja, so ein paar Sachen habe ich auch drauf. Aber ihr seht das hier, wie weit mein Killsquad echt mal kommt. Und hinten habe ich jetzt tatsächlich meine Hawks so ein bisschen, ja, Surgical gesetzt, aber es geben auch schon viele, viele Flöten. Das heißt also, viele habe ich verloren in einigen Fallen. Und jetzt hier die Riesenbombe, die habe ich noch ganz, ganz gut abgefangen. Unten habe ich aber immer noch den King voll, Queen voll. Ich glaube, es sind zwei Pekka voll und ein paar Bowler. Und hier unten sind so ein paar Hawks. Das, was ich da nicht gesehen habe, ist, wieso reiten die denn nochmal ganz rüber hier durch so ein paar... So ein paar Bomben. Ah, hier oben. Okay, da war ein Trolltester in der Ecke. Also, ist aber nicht so schlimm. Das sind 4 oder 5 Hawkrider, glaube ich. Hier unten machen das meine restlichen Truppen. Ich habe dann auch meine Helden mal gezündet. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Cleanup in der Base hier. Und für die 1, 2, 3... Ah, es sind 5 Hawkrider gewesen. Ist das natürlich kein Thema gewesen hier. Schönes Ding hier. Von, ich nenne das immer It's Ego, weil das ja meine Angriffe sind hier, die jetzt nicht live sind, aber sie waren ja live. Und deswegen, ich nenne das einfach immer nur so. Also, ja, ich denke mal, schönes Ding. Aber wir haben auch einen schönen Zehner hier aus diesem Clankrieg hier. Der ist noch ganz, ganz aktiv, deswegen kann ich nur euch zeigen. 32-3 für uns. Und ich muss sagen, der Vitali hat hier heute Abend nett abgeräumt. Wo ist er hier? Der Silent ohne Name. 9 auf 9. Ja, den schauen wir uns mal an. Also Vitali hier mit Hawkridern. Richtig erfolgreich im Rathaus 10 Bereich. Also ihr seht hier Full Maxed Out. Und richtig krasses Ding. Ich glaube auch, je länger man sowas hier übt, desto besser kann man auch seine Truppen und seine eigene Stärke so ein bisschen einschätzen. Denn hier mit der Karre schön den Golem vorweggesetzt und die Karre ist immer noch voll. Die Karre ist immer noch voll. Das ist echt mal super. Gift kommt jetzt so ein bisschen auf die Lufttruppen. Denn ich glaube, hier waren so ein paar Wallis drin. Die sollten sicherlich ein bisschen weiter, aber die sorgen hier trotzdem ein bisschen für Trouble in dieser Base. Und Clanburg ist jetzt schon mal Geschichte. Jetzt kommen von hier hinten, ich will nicht sagen Surgical, sondern eher Mass Hawks. Und auch gegen den Multi-Inferno hier kann man die ruhig mal spammen. King ist natürlich auch ein bisschen nervig. Ist auch ein bisschen nervig. Auf der anderen Seite macht die Queen allerdings den Inferno. Gerade so gezündet, habt ihr gerade so gesehen. Und dann gehe ich mal ein bisschen näher für euch rein. Hoppeln jetzt erstmal die Hawkrider hier so ein bisschen dem King weg. Gift jetzt gezogen für die Skelette sind nicht ganz drin, aber der King ist drin und der verlangsamt. Also der Giftzauber verlangsamt auch gerne den King. Jetzt hat er allerdings nur noch hier hinten ein paar. Alter, das ist ja eine enge Kiste, das sehe ich ja jetzt erst. Ich habe mir den ersten angeschaut und hier lebt der King immer noch, die King-Platte. Also man muss den King muss man nicht schaffen, aber seine Platte hier unten, die muss weg. Und ich habe den ersten Angriff vom Vitali hier gesehen, der war auch schon sehr, sehr nett mit Hawkridern. Jetzt hat er hier natürlich noch, er hat noch Cleanup, allerdings sind es auch nur Magier. Magier sind immer Futter für den Dicken.
Und hat er, glaube ich, ich denke mal, er hat das ganz gut gemacht. Die ersten Hocks gehen hier jetzt aufs Rathaus, glücklicherweise. Also King ist noch nicht im Beschuss. Die gehen noch mal nach außen, also durchaus ja, netter, spannender, durchwachsener Angriff. Hier oben ist es leider, okay, da kommen noch zwei Magier da oben raus. Und ich hoffe mal, die Hoxen nehmen sich jetzt den King hier an. Wann ist denn der King dran? Eigentlich hat er dieses Fragezeichen schon über den Kopf. Das deutet ja so darauf hin, er hat irgendeine Truppe detected, aber weiß noch nicht genau, was kommt denn jetzt. Jetzt sind sie in der Range, und zwei Hocks nehmen sich jetzt auch dem King an, aber ein Hock macht die Platte. Damit ist die Platte hier jetzt weg, das seht ihr. Und das letzte Lager, das war das letzte Lager. Also ihr habt es gerade gesehen, der King muss nicht weg, sondern seine Platte muss weg. Super gemacht hier vom Vitali. Glückwunsch zum Sixpack und meine Wenigkeit, der Barfuß hat auch ausnahmsweise mal ein Sixpack. Wir waren unten mal ein bisschen besser. Das war, oh, entschuldigt bitte, das war im letzten Clankrieg natürlich gar nicht so. Wer den letzten Clankrieg gegen den Clan Ireland nicht gesehen hat, der muss in meinen Livestream reinschauen vom Wochenende, denn da war ich das letzte Mal für euch online und wir haben 56-55 gewonnen. Ich habe gedacht, das gibt es gar nicht. Denn wir waren, ihr könnt euch sicherlich erinnern, hier unten, die RH9er, die waren bockschwer. Und wir haben auch, wir haben hier dippen müssen, wie die Irren. Aber wir haben das, glaube ich, taktisch, ich habe es nicht mehr weiterverfolgt. Ich bin irgendwann mal reingekommen, habe gedacht, nee, da haben die hier gewonnen. Ich konnte es echt nicht deuten. Und denn der Gegner ist so ein bisschen an unseren Elbern verzweifelt, also am Dock, am Witness Eye. Hier unten haben sie, glaube ich, auch mehrere Angriffe gelassen. Und hier oben waren sie richtig gut. Drei Sterne hier, drei Sterne auf Swash. Wir haben so ein bisschen im oberen Bereich diesmal stabil angegriffen, so muss man sagen. Stabil sind immer zwei Sterne auf Rathaus Level 12, der Yudami sollte hier die 1 und ich glaube, er sollte ja die 1 und die 2 auf sichere 2 Sterne bringen. Denn letztendlich haben wir hier nur 2 Sterne aufgelassen und das war wirklich, wirklich krass. Also unsere Defenses haben wir super gehalten. Ich glaube, jemand von uns war auch drüben im Gegnerclan, das hätten wir nicht erwartet, denn die Kollegen aus Ireland spielen auch eine Saison in irgendeiner Liga, MLCW. Ich kenne sie nicht wirklich, aber wir hatten den Clan so ein bisschen im Blick. Und das Lock, ich meine, mit 517 Wins ist jetzt auch nicht schlecht. 181 Loses nur. Und ihr seht, die verlieren auch nicht gerne. Ja, sie verlieren schon, aber sie verlieren auch nicht gerne. Cool, dass sie das Lock zumindest öffentlich haben. Und ich habe so ein paar Sachen aus den, ich weiß gar nicht aus welchen Bereichen das war, denn wir haben ja dippen müssen, aber so ein Dip klappt auch nicht immer. Ich muss mal gerade schauen. Ich glaube, der Flash hier ist einer unserer kleineren Rathaus 12er und das ist ein Dip auf Rathaus 10. Ja, das ist ein Dip auf Rathaus 10 mit Truppen aus dem Stärketrank oder Stärketrank heißt da nicht auf Deutsch, sondern Machttrank. Aus dem Machttrank. Aber so mussten wir hier leider, so durften wir diesmal vorgehen. Der CW vorher, der war so krank, den haben wir auch gewonnen. Ich glaube, das war ist schon zwei CWs her. Da hatte ja ein anderer Clan so ein Dip-Festival auf uns. Die konnten von oben bis unten hin auf uns dippen, weil wir unten so schwach belegt waren, dass von Anfang an der Gegner quasi Dips anschlagen konnte und ein Dreier nach dem nächsten geholt hat. Das hat sich bis nach oben hin weitergezogen. Das heißt, wir haben später uns den Clankrieg nochmal angeschaut und haben festgestellt, die mussten nicht einmal ihr Rathaus-Level gegenüber angreifen. Das heißt, kein 12 hat 12 auf 3 gemacht, kein 11 hat 11 auf 3 gemacht, kein 10 hat 10 auf 3 gemacht und die 9er haben kein 9er auf 3 gemacht. Also die haben wirklich dippen müssen wie die Blöden. Naja gut, ist mal so. Was willst du da eigentlich reißen? Und wieder auf die Pausentaste gekommen. Ja, super. Wieder mal auf die Pausentaste gekommen, ja. Warum war ich eigentlich offline jetzt? Also, ihr habt am Freitag von mir noch einen Livestream gesehen. Izu sein Rathaus 12 Turnier war richtig, richtig gut, muss ich sagen.
habe ich auch so nicht erwartet, weil ich auch nicht genau wusste, was, wie ist diese Ladder eigentlich, denn ich bin dem Discord nicht beigetreten, da war wohl richtig gut was los. Aber ich habe mir den Stream angeschaut, deswegen war ich am Freitag schon online. Ich hatte mal ganz brav in der Gruppe gefragt, wann er denn seinen Livestream bringt, und er hat dann geschrieben, ich plane ihn gleich, er kommt Samstag. Super, super Absprache hier. Und deswegen hatte ich mir gedacht, ich setze mich mal am Freitag hin und mache ein bisschen was mit euch live. Es war auch ein netter Abend. Es war auch wieder ein sehr, sehr netter Abend. Coole Leute da, viele Zuschauer für den Freitagabend. Ist das für uns kleine Clash of Clans-YouTuber hier bombastisch. Ich glaube, ich hatte im Highpeak so um die 185 Zuschauer. Das ist ja nicht mehr so richtig fassbar, hätte ich mal fast gesagt. So, aber wir gucken hier den Ei, das ist der 1 auf die Nummer 7. Also auch hier haben wir extrem dippen müssen in diesen Clan-Krieg. Das macht aber nichts. Dippen dann für 3 Sterne, wenn du oben schon mal sichere 2 geholt hast in den Bereichen von nicht ganz so starken 12ern, dann ist das sicherlich eine coole Sache. Und ja, also ich habe so ein bisschen nur am Rand verfolgt. Ich war hier so hier und da auch tätig in den CKs. Aber was habe ich eigentlich gemacht? Ich halte euch das mal in die Kamera. Ich habe entdeckt, dass ich eine... Oh, das ist ziemlich überbelichtet, aber man sieht das, glaube ich. Das ist eine ganz, ganz normale Festplatte hier. Ich habe nämlich am Freitag war es, da habe ich mein World of Warcraft updaten wollen und habe dann festgestellt, oh, die Partition für WoW ist gar nicht mehr groß genug, ich konnte es nicht mehr updaten. Mein Rechner hat die ganze Zeit genölt, dass er zu wenig Speicherplatz hat, und deswegen habe ich hier dann heute mal so ein Putz-die-Platte-Tag gemacht. Das heißt also, ich habe eigentlich 2 SSDs im Rechner, eine 500er und eine 120er, dazu eine 1 Terabyte Festplatte und diese 160er hier. Ich habe jetzt heute getauscht. Ich habe jetzt die 1 Terabyte Platte gegen eine 1,5 Terabyte Platte getauscht, und die 1 Terabyte Platte kommt gleich hier auf die 160er Platte. Das heißt, ich habe noch mal einmal so ein bisschen Partitionsumschub vor mir, und dann habe ich hier meine Daten aber wieder so ein bisschen im Blick. Denn ihr wisst das selber durch ganz, ganz viele Spiele. Also ich habe dann letztendlich hier 2 SSDs und 2 normale Festplatten im Rechner, was sicherlich nicht schlecht ist. Wir gucken uns hier mal den Udemy an. 4:1. Und aber damit habe ich so ein bisschen meine Zeit verplempert, denn diese ganze Umkopiererei, die habe ich jetzt nicht unter Windows gemacht, sondern die habe ich unter so einem Partitioner-Tool gemacht. Und damit bin ich in dieser Zeit komplett offline. Und weil der dann blockweise die Festplatten von A nach B verschiebt, das heißt also von Festplatte 1 auf Festplatte 2, ein bisschen modifiziert, also mal wieder so ein bisschen Technikgeplänkel. Aber das hat hier schon ein paar Stunden in Anspruch genommen, und denn meine Platten, vor allen Dingen die Terabyte-Platte, war richtig, richtig voll. Da habe ich jetzt so ein kleines bisschen mehr Luft. Ich bin jetzt noch so ein bisschen nachher am Rumkopieren. Das ist also so ein bisschen der Grund, warum ich ihr nichts abdrehen konnte. Aber ihr wisst das selber, Samstag, Sonntag waren wirklich schöne Tage. Ich hoffe, ihr habt sie genauso genossen wie ich. Denn ich habe so ein bisschen das Wiengebirge durchwandert. Ich habe genölt. Ich habe genölt, muss ich sagen. Denn auf dem Hinweg ging es nur Es ging auf dem Hinweg nur kurz mal bergauf, und dann ging es ganz lange bergab bis zu einem bestimmten Punkt. Man setzt sich ja so kleine Ziele. Und ich habe dann irgendwann gesagt, wir müssen ja später wieder bergauf. Wenn wir am Ziel sind, müssen wir auch wieder zurück. Unser Auto kommt ja nicht per Beam oder wie auch immer. Das bringt uns keiner. Also müssen wir auch wieder zurücklatschen. Und der Rückweg war ausschließlich bergauf. Und ich muss sagen, ich war nett platt. Ja, ich war nicht ganz platt, aber ich war nett bedient, weil ich halt nicht so, war nicht so in super Laune. Ich hab gedacht, wir gehen so ein bisschen am Kanal in Minden. Schöne, ebene Strecke. Stundenlang kannst du da latschen. Und was hat er hier jetzt eigentlich noch gemacht? Ah, er hat noch den einen oder anderen Prozent hier rausgekitzelt. Ich glaube, es ist hier dieser Prozent hier an dem kleinen Lager hier, jawohl, an dem Armeelager mit dem Lakaien hier. Also super Sache. Udemy ist noch nicht so lange bei uns, aber kämpft hier sehr, sehr nett mit. Und ich hoffe, es hat euch gefreut, dass ihr wenigstens ein bisschen was von mir gesehen habt. Ich habe mir ein bisschen was rausgepickt, werde jetzt gleich auch meinen Rechner weiter umschrauben. Und das war
Alter, das war, glaube ich, eine Folge jetzt in zwei Stücken. Wir sehen uns in jedem Fall wieder. Ihr seht, ich bin im Moment mit dem Account hier nicht im Klankrieg aktiv, aber mit anderen Accounts und auch meine anderen Serien, also ich bei euch und so weiter, das geht alles weiter. Es braucht halt nur Zeit. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem von mir gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen am Ende, ja, es kommt wieder die YouTube-Plänkel, am Ende nach oben da. Wer noch kein Abonnent ist, ihr könnt mich da unten, nee, da unten ist das immer da. Könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Guckt in meine Playlist rein, schaut, was wir so machen. Und ich verbleibe damit. Bis in dieser Woche, euer Toto. Let's go.